Hallo, liebe Minecraft-Freunde. Ja, da sind wir auch schon wieder. Und ich bin gestärkt. Und hab sogar einen Plan. Hab eine Axt in der Hand. Geil. So, jetzt gehen wir erstmal eine Runde schlafen. Denn ich habe jetzt, wie gesagt, einen Plan. Ich habe mir ein bisschen was beim Essen überlegt, was wir jetzt machen können. Und zwar will ich gerne mit euch zusammen jetzt mal dieses Nether-Räumchen da, dieses Portal-Räumchen, vorbereiten. Und dann mache ich mir mal eben eine Eisenspitzhacke. Mann, die Musik, die ist aber auch schon wieder ordentlich laut hier heute. So, da brauche ich erstmal eine Eisenspitzhacke. Die nehmen wir uns doch gleich mal mit. Ich glaube, eine sollte da genügen. So, die platziere ich mir mal eben hier hin. Das brauche ich nicht. Wobei, das werde ich auch mal eben mal benutzen. Das ist ja doch ein bisschen einfacher. Mach mal so. Bauen wir uns das erste Mal hier ein paar Leitern. Und ihr habt schon gesehen, ich habe mir mal ein bisschen Erde hochgeholt. Die können wir auch gut gebrauchen. Was war los? Oh, wie schön. So, ja. Unser Rasen, der wächst da auch so gemütlich vor sich hin. Braucht aber wahrscheinlich noch eine ordentliche Zeit. Obwohl. Jetzt breitet sich der hier aus, obwohl hier noch gar nicht ist. Wie geht denn sowas? Das muss man mir auch erstmal erklären, wie das funktioniert. Aber nur gut. So wie es funktioniert, funktioniert es. So, und wir werden uns jetzt aber gar nicht weiter ablenken lassen. Wir werden nämlich jetzt hier schön mal runtergehen zu unserer Habe ich mich hier nicht hochgebuddelt? Doch hier. Ja, pass mal auf. Das werden wir mal wie folgt machen. So. Ach so, da ist die Fackel. Das geht nicht. So. Okay. Mal gucken. Miau. Ja. So war das eigentlich nicht gemeint, aber gut, so. Ja, hier muss man sich das ja dann so vorstellen, dass hier dann im Prinzip, ja, was ist. Also, so. Und dann sollte das eigentlich funktionieren, genau. So. So, und auf dieser Linie, genau auf dieser Linie, werden wir jetzt uns durchbuddeln. So, mal hoffen, dass das klappt. Dass wir da am anderen Ende quasi an dem gleichen Punkt, an dem gleichen Winkel rauskommen. Hoffe ich doch mal, dass das funktioniert. Das werden wir gleich sehen. Ist hier auf einmal Erde gewesen. Ist ja wieder aufregend. Hey, da oben ist Eisen. So, ich weiß jetzt dummerweise nicht genau. War da jetzt ein Loch? War da kein Loch? Ich weiß es nicht. Ich buddel jetzt einfach mal hier schnurstracks geradeaus. Ohne Kurven oder so, weil da müsste man ja theoretisch unterhalb des Bunkers von unserer Verpflegungsetage müssten wir eigentlich da rauskommen, wo ich da schon das Loch vorgemacht habe. Das ist dann quasi der zweite Eingang. So. Dann haben wir schon mal eine Verbindungslinie geschaffen. Hier ist Eisen. Das Dumme ist, ich weiß nicht genau. Ist das nicht schon zu weit? Naja, ich meine, das ist eine Riesenfläche, die wir da haben. Und theoretisch müsste ja das offen sein, oder? Also hier ist jetzt... Aha! Ja. Da ist irgendwas. Und da oben sehe ich die... Da ist die Außenlinie. Prima. Das heißt, ganz einfach, wir werden jetzt mal provisorisch hier... Oder weißt du was, das mache ich gleich mal aus Kabels. So. Wobei mich das jetzt ein bisschen wundert, ist, dass das hier... So, jetzt setzen wir da mal Leitern hin. Das wird wahrscheinlich nicht reichen.
Mal gucken. Hallo. Wo sind wir denn da rausgekommen? Also wir sind irgendwie hier rausgekommen. Also ich glaube, das ist richtig. So, und wenn das richtig ist, heißt es, wir haben jetzt eine Verbindungslinie von da hinten bis hierhin unterirdisch. Und es würde dann jetzt quasi weitergehen, nämlich hier. Jetzt sind wir außerhalb des Bunkers und jetzt buddeln wir uns mal eben nach unten. Allerdings im Zweierabstand. So. Und jetzt müssen wir nur mal eben gucken, dass wir das hinkriegen. Das war, so, jetzt werden wir mal gleich hier runtergehen. Jetzt müssen wir nur mal zählen, wie viele wir runtergehen. Also zu viele sollten wir auch nicht runtergehen. Das machen wir später alles schön verkleiden. Erstmal nur provisorisch. Stufen legen wir natürlich auch, ist ja logisch. Das sind wir jetzt, wie viele Blöcke haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4. Oh, da müssen wir noch ein bisschen. 4. Nee, wir sind schon gut unter der Erde. Zu tief wollte ich jetzt auch nicht gehen. Naja, komm, sicherheitshalber gehen wir noch 3 runter. Und dann sollte das eigentlich genügen. So wie ich mir das vorstelle. Also den noch weg. Den noch weg. Und den noch weg. So, jetzt haben wir es. So, und wenn wir das jetzt gemacht haben, jetzt werde ich erstmal hier eine Fackel setzen, weil es ein bisschen zu dunkel. So. Zack. Und nun werden wir uns auf dieser Ebene hier vergnügen. Jetzt werden wir hier einen kleinen Tunnel machen. Durchaus hier auch in diesem Abstand. Das muss nicht so hoch sein. So, so ein ganz kleiner Gang vielleicht. Das hat immer ganz guten optischen Effekt. Okay, da kommt ein neuer Stein. Mal gucken. Ja, das reicht auch schon. So, und jetzt werden wir hier 3 reingehen. 1, 2, 3. Und zeig mal, haben wir jetzt hier 3? 1, 2, 3. Ja, haben wir. Und jetzt werden wir von hier auch 3 reingehen. 1, 2, 3. Okay. So, und jetzt werden wir diesen Raum. Jetzt müssen wir allerdings gleich höher. Ich hoffe, dass da kein Kies ist, den wir auf den Kopf kriegen. Ich sehe hier ehrlich gesagt momentan gar nichts, deswegen mache ich mir mal eben hier mal 2 Fackeln hin. So. Ja, das war auch schon völlig falsch gewesen, was ich da gemacht habe. Ich Depp. So. Ja, toll, jetzt ist das Ding auch schon kaputt. So. Ja, und das nehmen wir jetzt erstmal alles weg hier. Weil das hier, das wird jetzt unser zukünftiger Nether-Raum. Da, wo unser Nether-Portal steht, den will ich ja mit Diorit verkleiden. Da müssen wir jetzt mal gleich mal gucken, wie hoch das Portal ist. Und dann haben wir das nämlich. Das habe ich extra so ausgemessen, dass es dann auch symmetrisch wird. Deswegen ein Zweiergang. Ich glaube, wir müssen noch höher, weil das Portal höher ist. Ich würde es gerne, dass man das komplett sieht. Es gibt einfach einen cooleren Effekt. Zu tief müssen wir nicht gehen, weil da reicht mir im Prinzip auch, wenn ich hinten nur so 1, 2 Felder frei habe, wo man dann da rausstolpern kann. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ist ja schon wieder ein bisschen Abtragarbeit, aber es ist nicht weiter schlimm. Weil somit hätten wir dann auch schon mal den Netherraum vorbereitet. In der Zeit, wo das Gras da noch ein bisschen da wuchert, dass wir die Zeit sinnvoll nutzen. Und ja, ist schon mal prima. Ne? Erde habe ich wie gesagt bei, dass wir uns auch notfalls hochbuddeln können. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass wir jetzt hier auf irgendwie eine Höhle oder so stoßen. So wie in dem einen Let's Play, ich glaube war Let's Play Nummer 2 gewesen, wo wir dann auf einmal so eine verlassene Mine da gefunden hatten. Damit weiß ich, wie vielen Höhlenspinnspawnern. Das war ja dann auch voll blöd gewesen, weil da musste ich ja dann auf einmal voll da die Wände ziehen und alles. Es war ein bisschen doof. Genau da, wo ich da mein Nether-Portal hatte. Naja, irgendwie immer schauen. Wir werden das ganze Ding eh vorbauen. Und dann mal gucken.
will das nur, dass es so ungefähr von der Optik so einigermaßen gut aussieht. Die Tiefe ist, glaube ich, in Ordnung. Wir sind auch außerhalb des Bunkers. Spaßeshalber könnte man sich jetzt auch hochbuddeln, um mal genau zu gucken, wo wir uns befinden. Aber das ist definitiv außerhalb des Bunkers. Und so soll es auch sein. Dass es so ein Zugang im Prinzip nur ist. Und sowas finde ich immer cool. So, hier ist jetzt ein bisschen Erde. Das überrascht mich. Was macht die Erde da? So. Ja, wenn man jetzt hier so reinkommt. Ja, da könnte man theoretisch sogar hier schon anfangen, das Ding zu setzen. Okay, es ist jetzt noch nicht wirklich groß. Ich weiß jetzt nicht, jetzt kann man sich aussuchen, ja, in welcher Größe willst du das Ding bauen. Also wir können auch gerne hier noch ein bisschen reingehen, dass es so von der Optik halt ein bisschen größer aussieht. Sieht ja dann auch immer schick aus, weil das Portal ja auch schon ein bisschen größer auch ist. Erforderlich ist es, wie gesagt, nicht. Aber, ja, Designfrage halt, ne? Wisst ihr Bescheid. So, also machen wir einfach. Den Spaß, den erlauben wir uns. Wir haben so viel abgetragen, also können wir auch hier weiter abtragen. Kleines Räumchen. Das ist kein Problem. So. Hunger kriege ich auch langsam wieder, sehe ich. Das heißt, wir müssen eh gleich nach oben gehen. Mal wieder ein bisschen was essen. So. Das nehmen wir alles mit. Ja, also ich würde sagen, das sieht eigentlich... Es ist jetzt nicht kolossal oder so, ne? Also, wenn wir jetzt hier reinkommen, hier würden ja dann die Türen hinkommen. Aber ich denke, es reicht aus, wenn wir gesagt haben, wir wollen ja zwei Abstand haben. Also hier und hier, ne? Weil dann kommt man dann dahin, dann ist es ja genau symmetrisch. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann wäre das hier und hier. So, und dann würde es ja hier nach oben gehen. So. Dann würde es ja hier hinkommen. Und dahin kommen. So, und es geht nicht. Das heißt, wir müssen also auf jeden Fall noch höher. Das heißt, da müssen wir jetzt gleich mal hier die Decke da noch wegnehmen. Da ist auch Eisen. Das kommt uns ja zugute. Dann werden wir mal eben nochmal die Decke wegnehmen. Die machen wir dann auch aus Diorit. Haben wir gerade ein bisschen Pech, dass hier aus der Natur heraus kein Diorit drin ist. Ansonsten hätten wir das jetzt auch prima benutzen können. Ups. Genau, also hier würde das ja dann nochmal hochgehen. So. Und dann haben wir da so einen schönen Netherraum, wo das Portal steht. Und da werden wir dann auch eine schöne Tür reinbauen. Dass das so richtig schön so aussieht, so wie so eine Station oder so eine Eisentür vielleicht sogar. Das sieht ja dann auch bestimmt richtig klasse aus. So. Ja, das muss natürlich dann auch weg. Genauso wie hier. Und hier, hier kommt allerdings dann wieder, Obsidian kommt dann dahin. Nicht, dass ihr jetzt denkt, hier so baut man Netherportal, um Gottes Willen, dann braucht man natürlich Obsidian. Nur das müssen wir uns natürlich auch erstmal holen. Ich baue das Ganze quasi erstmal nur fertig, sodass wir dann wirklich nur den, das Netherportal im Prinzip nur, aktivieren müssen. Also aufbauen müssen und aktivieren müssen. Das heißt, ich baue mir den Raum schon mal komplett fertig. Das mache ich auch immer ganz gerne und da wir eh nichts Besseres zu tun haben momentan, machen wir das einfach. Das gehört ja mit zum Tiefbau, ist ja Tiefbau. So, und jetzt seht ihr auch, warum ich hier einen Doppelgang habe. Ganz einfach, um das symmetrisch zu machen. Somit ist das Ding genau in der Mitte. Und so ist gut. Ja, und jetzt müssen wir theoretisch nochmal eins hochgehen. Sehe ich hier gerade. So. Ja, weil genau, weil das ist dann auch nochmal Obsidian. So, genauso wie hier. Zack, das wird dann alles Obsidian. Der ganze Quatsch, der kommt hier weg. So. Ruhig bis da ran. Und dann kommt ja auch schon der Bogen. Kann man sogar noch eins höher gehen, wenn man möchte. Deswegen habe ich mich nämlich auch hier runter gebaut. Genau aus diesem Grund. Weil es natürlich auch in die Höhe geht. Und, das Pferd, das habe ich auch schon mal aus Versehen gemacht. Da habe ich mich zu tief, zu flach runtergebuddelt und auf einmal, da war das Obsidian dann auf einmal an der Oberfläche. Habe ich mich erstmal voll gewundert, was ist denn da los? Und auch voll die komischen Geräusche gewesen. Seitdem baue ich das immer ein bisschen tiefer. So, das war mal wieder eine Spitzhacke. So.
Ja. Prima. So, das nehmen wir weg mit der Schaufel. So, jetzt muss ich aber langsam wirklich den Rücktritt antreten, weil die Hungerleiste, Leute, guckt es euch an. Da ist schon wieder ordentlich was im Gange hier. So, ich glaube aber, die setze ich mal noch eben, die beiden. So, ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müsste das das Netherportal sein. Ja, das ist es auch von der Größe her. Wenn das jetzt Obsidian wäre, könnte ich sogar jetzt schon anzünden. Jetzt ist die Frage, willst du oben noch einen Spielraum haben oder soll es einfach so sein in Kontakt? Ich finde es so eigentlich auch ausreichend. Sparen wir hier den Diorit, der auch schon auf dem Boden liegt. Jetzt aber schnellstmöglichst ab nach Hause. Was futtern. Denn wir kriegen langsam Hunger. Die Leiter kann ich leider nicht benutzen, weil da habe ich keine. Also Jump, Jump, Jump. Wobei Jumpen ist hier auch übertrieben, weil ich kann nichts. Ja, und hier rechts, zu meiner Rechten, das ist dann die mysteriöse Unteretage, die wir fluten werden. So wie es auch immer gesagt worden ist, dass hier angeblich, hey, cool. Da ist auch schon der Rasen, da siehst du. Das heißt, also unser Hühnerstall können wir dann auch langsam in Angriff nehmen. Jetzt bleiben wir aber erstmal beim Portal. Jetzt aber schnell rein und ein Brot essen. So. Zack, wo haben wir das Brot? Hier. So, und dann mampfen wir eben mal ein bisschen. Ja, dann mal eine Runde. Guten Appetit, Leute. Na du. Ja. Oh. Ja. Dann hat er erstmal was gegessen. Jetzt ist er erstmal satt damit. So, packen wir gleich wieder weg. So, ja, was wir jetzt mitnehmen könnten. Also erstmal haben wir hier Eisen, was wir mal wieder schmelzen können. Das ist hier oben unsere Eisenschmelze. Die ist ja nur dafür gedacht eigentlich. Haha. So. Verzeihung. Ja, und jetzt gehen wir mal hier rein. Und jetzt werden wir erstmal ein bisschen wieder was abladen. Hier Bruchstein zum Beispiel. Das können wir da mal alles da reinpacken. Das brauchen wir jetzt nicht. So. Okay. Den Diorit, ja, den werde ich jetzt gleich mal verbrauchen. Das ist Erde. Erde packen wir hier rein. Die brauchen wir auch erstmal nicht. So. Hier ist unsere Kiste. Der Andesit kann rein, der Granit kann rein. Ups, Granit. Oh, Granit fangen wir auch schon. Das ist auch schon ordentlich. So, jetzt nehmen wir mal Diorit mit. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stacks wir brauchen. Ich werde mal zwei mitnehmen vom Diorit. Hoffe, dass es ausreichend ist. Allerdings, es war gerade ein bisschen blöd. Das hole ich mir aber aus der Kiste raus, aus unserer Krabbelkiste. Da werde ich mir nämlich jetzt erstmal nochmal schnell mal neue Werkzeuge machen. So, so und so. Zack. Das brauchen wir auf jeden Fall. Da kommen wir nicht drum rum. Mache ich mir gleich mal viere fertig. Was wir haben, haben wir. Weil es nudelt sich eh ab. So, können wir hier packen. So, so, so. Ja, Wolle haben wir, glaube ich. Spinnfäden haben wir 7. Weil ich wollte mir ganz gerne auch Wolle machen. Und ich wollte mir noch was machen. Ich wollte. Ja, das ist. Ah, doch, die kann ich jetzt schon machen. Das geht. Und zwar will ich mir mal kurz ein paar Stufen noch machen. So. Na, ich weiß nicht, ob es reicht, deswegen mache ich mal gleich ein bisschen mehr. So, so. Keine Ahnung, ob das reicht hier. So, das nehme ich nochmal mit. Haben wir Holz? Holz, Holz, Holz. Holz hatten wir doch auch irgendwo. Holz, ja, haben wir hier. So, dann wandle ich das gleich mal um eben, weil dann kann ich mir nochmal neue Stickies. Ja, nee, ist klar. So, kann ich mir jetzt mal gleich mal ein paar neue Stickies machen. Die verbrauchen sich auch immer recht schnell. So, und dann wollte ich da nämlich auch nochmal, weil ich versuche immer gleich alles mitzunehmen, was wir mitnehmen können. Weil wir hatten ja ein Problem zum Beispiel auch noch mit der Leiter gehabt. So, und dann mache ich doch mal glatt nochmal hier eben ein paar Leitern fertig. Was wir haben, haben wir. So, was können wir denn da noch mitnehmen? Wir können noch mitnehmen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, Diorit haben wir, das haben wir. Obsidian, gut, Obsidian haben wir noch nicht. Da müssen wir uns eine Obsidianstation bauen. Gut, also mehr können wir jetzt erstmal nicht machen. Also nehmen wir erstmal das mit, was wir haben. Und verkleiden wir jetzt erstmal den Raum, machen wir den schön hübsch. Und dann ist gut. Aber ist das schon wieder dunkel oder wird es gerade hell hier? Ich blicke hier schon gar nicht mehr durch. Mal wird das hell, mal wird das dunkel. Aber das ist ja prima mit dem Rasen. Somit haben wir hier schön Rasen gezüchtet. Und wir sehen, diese Methode ging doch ein bisschen schneller als hier hinten.
Weil hier kriecht es immer noch ganz gemütlich da so lang. Und naja, das wollen wir ja nicht, ne? So, zack, runter geht's. Guten Morgen. Hoffen wir, dass wir hier nicht überrascht werden von irgendwelchen lustigen Creepern. Wir können ja theoretisch auch hier mal eine Fackel setzen. So. Cool. So. Und, ja. So, dann haben wir hier erstmal das Problem mit der Leiter. Das können wir auch gleich sofort klären. Einmal so. Einmal so, einmal so. Und jetzt müsste man eigentlich... Ich gehe lieber wieder runter, da war gerade eine Spinne. So. Und jetzt geht's hier nämlich prima rund. Ach so, sieht das jetzt hier aus. Ja, so, so sollte es ja auch aussehen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier auch wirklich hinkommen. Da bin ich mir mal nicht so sicher. Da habe ich immer Schiss, dass ich mich verrechne. Aber eigentlich sollte es klappen. Das ist auch immer so eine Sache mit den Stufen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Jetzt hat es gerade geklappt. Prima, habe ich auch fast schon zu viel gemacht. Aber naja, irgendwann brauchen wir sie nochmal. Somit kommen wir hier auch ein bisschen bequemer runter. Ja, da ist unser Portal. Das lassen wir so prima. Also das heißt, wir können jetzt durchaus anfangen, hier den Raum schön auszustatten. Ich glaube, ich fange hier an der Wand einfach mal an. So, das nehmen wir jetzt quasi weg. Jetzt ist sie kaputt. So. Bis unten hin natürlich. Und das wird dann unser White Room, wie ich ihn immer so schön nenne. So. Und hier machen wir genau das Gleiche. Hier ist sogar schon einer draußen. Prima. Die nehmen wir weg. Setzen wir rein. Können wir gleich hier weitermachen. So. Prima. So. Zack. Und das sieht in diesem Texture Pack richtig geil aus. Weil Obsidian ist immer schwarz und schwarz und weiß ist einfach ein toller Kontrast, finde ich. Hier können wir vielleicht was anderes machen. Ja, Granit oder so, keine Ahnung. Das ist, so, ist wirklich wie so ein Bogen. Das, ja, doch, das kann man, glaube ich, machen. Deswegen hier werde ich nur hier oben setzen. So. Zack. Das geht eigentlich recht schnell und ist wirklich simpel, so ein, ja, Portalraum, so nenne ich den jetzt einfach mal, zu gestalten. Das kann man natürlich machen, wie man will. Ich lasse jetzt das Eisen auch da oben. Das kann ich mir notfalls immer noch rausholen. Eisenmangel haben wir nicht. Wir haben eher Kohlemangel irgendwie bei uns, aber naja. So. Okay. So, dann haben wir das auch. Da oben schwebt noch einer. Hey! Habe ich ihn? Ich glaube schon. Ja. Cool. So, jetzt geht's hier dann weiter. Und dann haben wir die Wand auch schon fertig. Ist wie gesagt nur Deko, ne? Wisst ihr Bescheid. So, kann man natürlich auch wesentlich größer machen. Kann man, muss man nicht. So, ein bisschen Beleuchtung natürlich. Ja, dann geht's eigentlich weiter hier, ne? So, jetzt geht das hier immer so weiter. Dann machen wir das mal eben fertig. Da oben ist wieder Andesit, prima. Ja, der läppert sich hier auch so ein bisschen zusammen. Also eigentlich gar nicht mal schlecht. Aber ist noch zu wenig. Wie gesagt, 40 Stacks bräuchten wir davon. Und da sind wir noch weit, weit von entfernt. Sehr weit von entfernt. So. Zack. Zack, der Dioritraum. So. Zack. Prima. So, jetzt geht's hier weiter. Hier ist sogar schon Diorit. Prima, also auch für den Boden. Brauchen wir nicht ganz so viel. Der White Room. Und dann müsst ihr so mit Gelb-Schwarz arbeiten, ne? So richtig so, ja, wie sagt man das? So labormäßig, so wie in so einem Science-Fiction-Horror oder so. Geil. Ja, so muss das sein. Zack, 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 zack. Na nu. Geende gezackt, da ist noch ein Stack. Okay, oh, oh, ob ich da... Oh, oh, da habe ich zu wenig mitgenommen. Da habe ich ein bisschen zu wenig mitgenommen. Aber in den Kisten haben wir noch genug. Da sollte es dann ausreichend sein. So. Prima. Ja, die nächste Sache, wenn wir hier mit dem White Room fertig sind, die wird dann so aussehen, dass wir runtergehen in unsere Mine
Und dann werde ich mir mal die Ebene 10 und 14 dazwischen mal aussuchen. Und dann werden wir mal ein bisschen, ja, so Strip-Mine. Also das heißt, wir werden da intensiv auf Diamantensuche gehen. Bin auch recht überzeugt, dass wir welche finden. Einfach nur aus dem Grund, um eine Diamantenspitzhacke zu bauen. Und um, ja, Obsidian im Endeffekt dann herzustellen. Den brauchen wir. Wobei wir dann auch noch eine Schmelze brauchen. Da kommen wir ja dann auch nicht drum rum. Die brauchen wir ja auch noch, die Schmelze. Und da bin ich fast am Überlegen, weil unten, glaube ich, habe ich ja so eine Stelle gefunden, wo schon eine ganze Menge Obsidian rumlag. Und vielleicht können wir den ja einfach nur abkloppen. Das heißt, also ich werde auf jeden Fall ein Crafting-Table mal mit runternehmen. Und Wasser werde ich auch mal mit runternehmen für den Fall der Fälle. Ich weiß nicht, also ich werde da einiges mal mitnehmen. Vielleicht können wir ja da unsere 14 Blöcke zusammenkriegen. Ich glaube, so ein Portal braucht immer 14 Blöcke, können wir gleich nochmal zählen. Aber auch wenn man ein bisschen mehr hat, ich meine, Obsidian wird nicht schlecht, wie wir wissen. Und das brauchen wir dann eh nochmal irgendwie für irgendwas anderes, zum Beispiel für den Zaubertisch, da brauchen wir eh noch einen Obsidian-Block.